Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, sorry, dass es so lange nichts mehr gekommen ist. Ich habe jetzt die letzte Zeit habe ich damit verbracht, den Livestream jetzt zu pushen, beziehungsweise zu, nicht zu pushen, was, falsches Wort, nee, vorzubereiten und ja, dann noch Aufträge in Corona-Zeiten, ja, haben Selbstständige manchmal sogar Glück und haben auch noch weiterhin Aufträge. Genau, deswegen, habe ich es nicht mehr geschafft, neben Rome Total War auch noch Wildlands aufzunehmen. Und Rome Total War ist halt sehr, sehr viel einfacher aufzunehmen als jetzt so MK17, ja. Als jetzt so, solche Spiele, also Wildlands ist halt sehr viel schwieriger, weil es nicht so man kann nicht einfach mittendrin aufhören und speichern und so, und dann kommt man irgendwo am Arsch der Welt quasi hoch. Und genau, so, ja, das wir sind gerade hier und haben jetzt hier ein Story-Einsatz und hier auch. Dann würde ich sagen, holen wir uns erst die Waffe, dann diesen dieses Magazin für Scharfschützengewehre. Was ist das? Schalldämpfer. Ja, Schalldämpfer ist immer gut, auch wenn wir das wahrscheinlich nicht brauchen. Sturmgewehr-Magazin brauchen wir auch sicher und dann gehen wir dahin. Genau. Ups. So, zum Glück haben wir hier einen Helikopter. Gut. Ich mach das, ich fliege. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Tja, ein Wheelie mit einem Helikopter. Wheelie, kommt von Wheels, oder? Naja. So. Das sieht aus, als hätten die irgendeine irgendein Abfangding. Klar, als würden die ja nicht hier noch sein, ne? Hier mal runter und schau mal, was da so alles abgeht. Es ist zwar mitten am Tag, was für Ghosts jetzt nicht ganz so. Hallo, Darling. 430 Meter. Ha, jetzt muss ich mir wieder einschießen. So. Y war's, genau. Setze Drohne ein, okay. Ich würde mal wetten, da ist einer drin. Wieso ist da keiner drin? Nur weil ich es gesagt habe. Hab noch einen Tango. Da sind zwei. Tango Nummer 3. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, nee. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Hier ist irgendwo noch einer. Da, irgendwo hier. Wahrscheinlich in der Hütte drin. Ist hier jemand? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer. Scharfschütze im Tor. Unidad Heli, unten bleiben. Da ist auch wahrscheinlich einer. Aber da hinten, das interessiert uns ja nicht. Aber was ist denn das hier eigentlich für eine Anlage? Oh, natürlich. Natürlich waren wir hier schon.
Natürlich waren wir hier schon. So, das ist 430. Und da drüben 500. Uiuiui. So. Sehe ich den? Nicht wirklich. Schade. Das wäre mal was Neues. Gut, dann lege ich mich mal hin und mache den fertig. Meter. Warte, mein Rekord. Ja, ja. Mein Rekord ist, glaube ich, 480. Und 480 war hier. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Schade, dass man hier kein Messer hat. Also kein Entfernungsmesser. Was sehe ich denn von hier? Ich könnte die Kante nehmen. Okay. Knieschuss, okay. Meter, ich weiß halt nicht. Na, verdammt. Diese Blütenbäume. Aber ich habe zweimal getroffen. Zum Glück sind die bei einem Knieschuss auch schon tot. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Okay, 400 Meter ist der untere. Da müsste es rein theoretisch so sein. Aber ich. Ja, das ist so riskant. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob der. Irgendwie nur. Ob ich da nur einen Kopf sehe oder. Was ich da überhaupt sehe. Da ist ja noch einer, stimmt. Ah, ich glaube, jetzt könnte ich. Ja. 480. Traumhaft schön. Der war cool. Okay. Der war richtig cool. Freut mich. So. Was ich noch erzählen wollte ist, zwecks Streaming. Ich fange jetzt, also heute ist Sonntag. Morgen ist Montag und morgen ab 3 Uhr fange ich an zu streamen für das erste Mal. Und morgen wird es eher so testweise sein. Also das heißt, ich mache kleine Stream-Spiele, also also das heißt, Scribble.io oder also so ein ähnliches Spiel, wo ich zeichne und ihr müsst es erraten und solche lustigen Spiele halt. Und ist eher so ein Test, wie gesagt. Muss mal schauen,
ob alles funktioniert, ob das mit den Tonen klappt und so weiter und so fort. Und am Donnerstag dann, das ist der 23., wenn mich nicht alles täuscht, dann, warte, Montag 20., Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja. Genau. Und dann wird es so geschehen, dass ich am Donnerstag eben wirklich große Spiele spiele. Also, die Überlegung ist, ob ich Rome Total War spiele. Also, so das. Noch ein Dritter. Dass ihr dann mitbestimmen könnt, was ich spiele, wo ich spiele, bla bla bla. Und so weiter und so fort. Da ist die Waffenkammer. Und genau. Die nächste Variante wäre, dass ich. Wie komme ich denn jetzt da rein? Wie komme ich denn da jetzt rein? Warte. Die nächste Variante wäre ein anderes Spiel, was ist das ein Luftabwehrsystem? Bisschen mit Kunst zu tun hat oder also ich habe schon ein paar Ideen. Ich muss nur mit euch dann besprechen, was wir dann genau machen. Genau. Willst du mich mal reinlassen? Nicht? Okay. So. Genau. Und auf jeden Fall werde ich meinen Stream, also meinen Twitch-Account, unten in die Kommentare und in die Infobox noch packen. Und genau, dann werden wir hoffentlich viel Spaß haben. Ich kann auch, also ich habe mir überlegt, dass... Einen Unidad-Soldaten, da, auf dem Schießstand. Ja, ja. Ich habe mir auch überlegt, dass ich auch Wildlands spielen könnte im Stream oder auch mit der Sarah Far Cry anfangen und so weiter. Also es gibt viele Varianten und bin mal gespannt, was wir dann am Schluss spielen werden. Genau. Also ich habe übelst Bock und bin auch sehr aufgeregt. Aber das gehört ja, glaube ich, alles dazu. Genau. Ja, dann trinke ich mal ein bisschen was. Da habe ich jemanden nicht aufgedeckt. Da ist ein einsamer kleiner Soldat im Bunker. Ah, danke. Nee, das ist die falsche. Das falsche Gebäude. Ich glaube, das ist es, oder? Muss ich da... Ja, ich muss da wahrscheinlich vorne rein. Ja, wobei. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Hast du gar nicht. So, da ist sie. Nee, da sind nur Patronen. Wo ist die Waffenkiste? Da ist sie. Das passt gut zu meinen Stiefeln. Was? Das passt zu meinen Stiefeln? Kann eine Waffe zu Stiefeln passen? Na egal. Gut, dann schleiche ich mich mal wieder raus. Aus dem Hause raus und aus dem Sinn.
So. Dann holen wir uns gleich die nächste. Wie die immer hier so voll offensichtlich rumhampeln. Finde ich echt lustig. Apropos, mir ist aufgefallen, vor kurzem habe ich ja, also als wir in der, in dem Bunker da vorne waren, da gab es ja einen Zeitpunkt, wo plötzlich die Einheiten nicht mehr, also die Feinde nicht mehr angezeigt wurden. Und das war, weil der die Schwierigkeitsstufe hochgestellt hat. Also die waren dann nicht mehr schwer, sondern sehr schwer. Irgendwie so. Oder realistisch. Und da sieht man natürlich nicht, wo und wer und warum und wieso da jemand ist. Und das ist auch was, was sehr interessant ist. Aber das würde das Ganze, glaube ich, ein bisschen verlängern. Also wenn ihr wollt, dass ich das alles dann auf sehr schwer oder realistisch spiele, kann ich natürlich gerne machen. Dann werde ich aber ernst spielen. Also gerade ist es ja mehr oder weniger Fun. Und ja, dann muss ich mich natürlich anstrengen, damit da noch was passiert, ne? Gut. Also, dass da was passiert, also dass ich nicht die ganze Zeit sperre. So. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Ich will aber hoch. Komm ich da? Komm. Du bist. Komm. Back dich durch. Wir können weiter. Come on. Na, dann halt nicht. Dann gehe ich halt hier die Stufen um. Ist eh einfacher. So. Wir haben halt ja jetzt die Raketenabwehr. Raketen. nicht ausgeschaltet. Also die Flugzeugabwehrraketen. So. Und da ist ein Unidad. Aber der checkt nicht, dass er hier ein Hubschrauber ist. Willst du mich verarschen? So, wo müssen wir hin? Das war gerade sehr ärgerlich. Hier müssen wir hin. Und da unten ist natürlich ein Helikopter. Aber ja, egal. Das haben wir ja alles freigeräumt. Den Sniper haben wir weg. Ja, das habe ich jetzt ja voll vergessen, dass da unten auch ein Helikopter ist. Das war doof. Naja, egal. Entschuldigung. Aber das ist ja dann cool beim Stream. Weil da könnt ihr mich ja drauf aufmerksam machen. Ja. So, alter Tobi, du bist so dumm. Da ist doch ein Helikopter vor deiner Schnauze. Und ich dachte so, hä, wo? Und ja, da drüben. Und dann leitet ihr mich ja voll in die Höhle des Löwen. Es sind Gegner in der Nähe. Achso, stimmt, da ist ja noch einer. Egal. Dass ihm noch nicht aufgefallen ist, dass der Sniper da oben nicht da ist.
zurück mit dir. Sie werden dich sehen. Hä? Wer denn? Wer wird mich sehen? Meinst du den Typ, den ich gerade gefangen habe? Ach. So. Ist doch alles frei. Oh, was ist das denn für ein geiler Helikopter? Ich bin der Pilot. Ohne mich weitergehen. Sauber. Alles sauber. Alter. Na los, bin gleich bei dir. Aber warum zielt die Anlage jetzt auf mich? Das ist doch ein Unidad-Ding. Ah, was für ein geiler Kampf-Chat ist Kampf-Chat. Da kann ich ja gleich den Konvoi angreifen. Begleitfahrzeug wurde zerstört. Heli voll erwischt. Begleitfahrzeug zerstört. Alter, das ist halt ein bisschen überwiegend. Gut. Bei den Helikopter behalte ich. Den Helikopter behalte ich. Ein bisschen schwer mit denen jetzt einzupacken, weil der so ein... Ah, hier. Geh einfach hier hin. Oh. Greife jetzt an. Komm. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Mal schauen, wie lange wir hier aushalten. Wow, du hast es überlebt. Was? Der fliegt durch. Oh. Wir wollen nur eigentlich nur die Ach komm. Oh. Das war nice. Das war gerade nice. Aber natürlich richtig krass. Der scheiße Apache heizt dir ein. Runter! Granate, Granate!
Stimmt, gute Idee. Granate kommt. Come mierda, culeros. Der Apache will uns ans Leder in Deckung. Das hat viel getan. Auf den Boden, Hubschrauber. Der Apache sucht dich. Geh in Deckung. Wieso mich? Die suchen euch auch. Der Apache drin. Oh, Apache, hä? Huh? Danke. Seht mal da, Waffenkiste. Heli, in den Staub. Ich bleib mal hier drin. Wo ist die Waffenkiste? Auf dem Boden, Hubschrauber. Ich will die Waffenkiste. Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Schön. Dann schaue ich mal. So. Die ist neu. Fallrate, Reichweite, Schaden ist aber besser. Dann schauen wir mal. Präzision ist... Ja, Präzision brauche ich nicht ganz so. Zieloptik... Reichweite. So. Dann Abzug. Magazin erweitert habe ich noch nicht. Unterlauf. Einfacher Granatwerfen. Aber das ist ja nicht so ein Ramazamba-Ding. Dann mache ich keinen Lauf, langer Lauf, kurzer Lauf, nee, langer Lauf. Dann habe ich mehr Schaden, Mündung, Schalldämpfer, natürlich, dann Farbe, ich habe alles, glaube ich, so. Warte mal. Ich mache den ausgefahren. Gut. So, von hinten kommt die, ne? Entschuldigung. Runter, alle runter, Heli! Ja. So. Jetzt aber weg hier. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Nö. So. Diese Unidad-Helix, ne? In den Staub. Ich geh jetzt ganz. Der scheiß Apache will schießen. Runter! Ich geh jetzt da rein. Hm.
Es geht gleich hoch. Ich bin gerade ausgestiegen. Der hat gut geschossen. Naja, gut. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ich hoffe, ich werde jetzt wieder öfters Wildlands spielen, weil es macht schon sehr Spaß, muss ich zugeben. Ja. Wie gesagt, morgen am Montag und Donnerstag ist von 3 bis ungefähr 6. Wahrscheinlich Montag nicht so lange. Ist dann der Stream. Und ich schicke oder schreibe meinen Kanal unten rein. Und vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen. Vielleicht bis morgen oder Donnerstag. Und bis dann. Bye bye.